Mit 5 Lastwagen hat alles angefangen. Nur beladen mit dem nötigsten, Kaffee, Zucker, Reis, Kokosfett, Seifen und Teigwaren fahren sie am 25. August 1925 zum ersten Mal los. Früh am Morgen unterwegs für die Migros. Zurück an diesem Laden auf Rädli sind die Preise. Die Migros bietet alles viel günstiger an als die Konkurrenz. Hinter dem neuen Unternehmen steckt ein Mann, der Gottlieb Duttwiler. Grossen Umsatz, kleiner Gewinn ist sein Prinzip. Dem Volk dienen, anstatt selber das grosse Geld einstreichen. Mit seiner Idee stellt der Gottlieb Duttwiler den Schweizer Detailhandel auf den Kopf. Die Migros wird zum Angstgegner für die Gewerbe und die Bauernverbände. Migros-Kunden von erster Stunde werden beim Posten zum Teil sogar beschimpft und angegriffen. Trotz Widerstand, das junge Unternehmen wächst schnell. Ein Jahr nach dem Start sind schon mehr als doppelt so viele Migros-Wagen unterwegs. Und anstatt nur 6 Artikel sind jetzt schon 36 Produkte im Sortiment.